Hallo zusammen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum heutigen Funky Virus Talk. Wir sind hier in Winterthur im Salzhaus. Und zwar ist heute Blues Night, das ist die vierte Blues Night, die stattfindet hier. Ich habe das Vergnügen, mit Get the Cat ein Interview zu machen. Ihr spielt auch heute Abend hier an der vierten Winterthur Blues Night. Und das freut mich sehr. Ich möchte ganz kurz vorstellen, Astrid Barth, die Sängerin von Get the Cat. Und du bist der Till. Nachname nochmals aus? Brandt. Genau, der Till Brandt, genau. Der Bassist. Wieder mit den Zwiebeln. Genau, und du schreibst eigentlich auch die meisten Songs oder fast alle Songs, habe ich gelesen. Genau. Okay, gut. Ich fange einfach mal ganz vorne an, weil in der Schweiz kennt man Get the Cat noch nicht so gut. Möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Ihr seid eigentlich die Anfang von Get the Cat war mal eigentlich Blues Dog, nein, die Dog Party Blues Band, gell? Du hast das Problem schon erkannt. Ah, deswegen habt ihr den Namen gewechselt? Auch. Okay. Das wollte ich nämlich noch wissen. Hat der Hund die Katze gefressen oder die Katze den Hund verscheucht? Nee, aber die Band hat angefangen 1999, oder? So. Ja, also ich meine, wenn man jetzt so anfängt, am Anfang war das Feuer und wir haben uns alle im Sandkasten kennengelernt und dann sind wir alle zusammen auf die Grundschule gegangen. Also dieses ganze Zeug, was eigentlich kein Mensch interessiert, ja, was man halt leider immer wieder mal so liest, ne? So, wenn so lange. Wie war das denn mit dieser Band? Es ist Tatsache, dass Philipp, unser Gitarrist, eine Band gegründet hatte. Mhm. Das war die Dog Party Blues Band. Mhm. Irgendwann ist der Till dazugekommen, in der dritten Bandgeneration, glaube ich, zweite oder dritte Bandgeneration. Ja. Und irgendwann bin ich dazugekommen. Und irgendwann spielte die Band nicht mehr nach. Okay. Also Blues, nachspielen. Ja, ja. So Stevie Ray Vaughan. Ja, eben, ihr habt angefangen eigentlich mit Cover-Songs, gell? Genau. Ja, ja. Genau, ja, okay. Genau. Sondern der Till hat dann Gott sei Dank immer öfter Stücke geschrieben. Ja. Und dann gab es auch noch einen Schlagzeugerwechsel und dann waren sowieso die Plakate auch alle zu Ende und dann dachten wir, das ist jetzt der Zeitpunkt, dass uns genau das nicht mehr passiert. Diese Party-Doc, wie hieß die nochmal? Genau. Da haben wir gesagt, jetzt muss ein neuer Name her. Get the Cat. Das war dann super. Die Geburt von Get the Cat. Super. Und es ist jetzt eigentlich von seit 2003 sieben. Bist du dabei? Oder? Nein, seit 2007 ist der Ralf dazu, der Schlagzeuger. Ja, okay. Und seitdem heißt die Band auch Get the Cat. Okay, super. Nach einigen Diskussionen und so war es dann ja. Get the Cat. Okay, super. Ist ja schon viel abgegangen, habe ich so mitbekommen in den letzten 2 Jahren auch. Eben, ihr habt ja ein Album rausgebracht bei Pepper Cup. Und ich habe dich vorher schon gefragt, wie das so ist, ob das auch das Management macht oder ob die einfach die Gigs organisieren oder einfach nur als Label sind. Mich würde interessieren, wie ihr dazu gekommen seid, zu Pepper Cup. Wie man immer zu Sachen kommt. Man schickt Sachen hin, man lernt Leute kennen und irgendwann funktioniert das dann mal. Dann heißt es, ruf doch mal den Uwe Hager von Pepper Cake, heißen die? Pepper Cake. Pepper Cake, ja. Also der ist eine Musikfirma, die sitzt nicht weit von uns, ist im Westerwald. Da ist ein Zyx und es gibt halt dieses Blues-Label Pepper Cake. Mhm. Also man kannte es sowieso und dann schickt man halt Sachen hin und irgendwie kommt dann so ein bisschen das Ding ins Laufen. Okay. Habt ihr einmal was hingeschickt und Telefon bekommen, ja, euch nehme ich? Oder auch 2-3 Mal nachgefragt? Wie lief denn das so? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich das so genau gar nicht mehr. Guck mich nicht so an, du hast mit denen telefoniert. Ja, ich habe mit denen telefoniert, okay. Nee. Ach komm, wir machen jetzt einfach Bandlegende, pass auf. Einmal was hingeschickt, einmal angerufen, der Uwe hat gesagt, euch will ich haben. So war's, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, ab heute ist es einfach so. Ab heute ist das so. Ja, also grundsätzlich, ne, was Management angeht oder so, ist wichtig zu wissen, Get the Cat ist, wir sind alles im Personal. Okay. Wir sind zu einem geringen Prozentsatz, auch Musiker. Aber wir sind nebenher Telefonisten, Verschicker, Plakatiere sehr wahrscheinlich. Plakatiere, alles. Alles, was das Roadie. Was man tun muss. Roadie und sowas genau. Sowieso. Das gehört ja schon fast zum Musikmachen dazu. Ja. Ja, eben, aber ihr lebt ja alle von der Musik, ihr seid alle Berufsmusiker. Ja. Genau. Und trotzdem habt ihr denn trotzdem jemanden, der wirklich auch ein bisschen mehr Booking für euch macht, damit ihr wirklich Zeit habt zum Spielen? Weil das ist ja echt zeitaufwendig, die vielen Telefonate. Nein. Und nicht. Wir machen alles selber.
Sagen wir mal so, wir sind gut organisiert, wie ich finde. Okay. Es gibt, das hat jeder seine Aufgabe und das ist auch unerlässlich. Anders geht's nicht. Also ich zum Beispiel bin die Bandsekretärin. Okay. Büro. Genau, Büro. Astrid Bart. Das Büro. Heißt, ja, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Das heißt dann, ja, hallo, hier ist Astrid Bart, mit wem darf ich verbinden? Oder? Büro-Etikett, genau. Okay. Nee, will sagen, ich bin so die Anlaufstelle auch für alle Kontakte, recherchiere sehr viel, wo kann man spielen und so weiter und so fort. Die Kontakte sind auf die Jungs verteilt, wenn ich das so sagen kann. Ja. Und da wird dann telefoniert, da wird dann verschickt und so weiter und so fort. Und letztendlich zusammenlaufen tut der ganze Mist bei mir. Okay. Wieder. Ist es Absicht, dass ihr dasselbe macht? Oder hat sich vielleicht auch schon mal jemand gemeldet, der das gerne machen würde für euch? Oder findet ihr einfach, okay, wir lassen das bei uns, dann wissen wir, was genau geht? Auch hier wieder ganz ehrlich gesprochen, es melden sich ab und zu Menschen auch, die es tun wollen. Mhm. Die sind meistens davon abgestreckt, was es dann an Arbeit ist und wie wenig Profit, Geld letztlich hängen bleibt. Mhm. Von daher muss man es selber machen. Mhm. Man muss selber den Karren ziehen, sonst tut das keiner für einen wirklich. Mhm. Weil niemand, ich glaube, man muss schon ein bisschen irre sein. Und man muss so gerne Musik machen auf der Bühne, dass man das andere auch alle in Kauf nimmt. Okay. Das stimmt. Also dieses alte Ding, und das habe ich ja auch immer wieder, wo ich mir denke, ich würde gern einfach Musik machen. Ja, das kann ich machen, klar. Aber dann mache ich das im Proberaum und vielleicht noch, weiß ich nicht, beim Geburtstag von meiner Tante. Also. Und dann hat sich's dann gehabt. Ja, und das ist ja auch nicht das, was ich will. Ich möchte ja auf Bühnen, ganz klar. Mhm. Und zum Beispiel in Winterthur. Salzhaus, ja. Genau. Zum Beispiel. Jo, gehen wir zurück zur Band. Du schreibst die meisten Songs, habe ich gelesen. Schreiben alle Songs? Auf eurer Homepage ist schon, dass du die meisten Songs schreibst? Nein. Alle Songs. Alle meint sie, ich schreibe alle Songs. Alle Songs, okay. Wie ist es mit den Texten? Das würde mich interessieren. Schreibst die auch du oder schreibst... Okay, mach ich. Cool. Aber mache ich auch... ich mache die für Astrid auch. Ne? Das ist schon immer klar... Okay, ich schreibe die Texte für Astrid und hoffentlich ein bisschen was von der Musik auch für die Band. Ja, das ist ja wie so ein... Sagen wir mal so, gerade jetzt auch, wenn wir so oft und so viel im Bandbus zusammen unterwegs sind, aber auch ansonsten zwischendurch, es laufen ja immer irgendwelche Stories und man erzählt sich was und keine Ahnung, erzählt sich irgendwelche Geschichten und... Der Till hat einfach ein sehr gutes Händchen dafür, gerade was Texte betrifft, mir da Sachen auf den Lappen zu schreiben. Okay. Er kennt einfach ein paar Storys aus meinem Leben, nicht alle übrigens, ne, wie wir eben festgestellt haben. Wir reisen ja noch ein paar Jahre. und daraus bastelt er dann einfach gute Geschichten und gute Songtexte. Oder eben auch, wenn sie tatsächlich komplett erfunden sind, welche, die sich für mich so hätten zugetragen haben können. War das jetzt grammatikalisch richtig? So hätten zugetragen haben können. Gut. Übersetzen wir gleich ins Schweizerdeutsch. Was machst du bitte, ja? Was soll ich übersetzen? Schweizerdeutsch. Hat er sich können so zutragen? Okay, hast du es verstanden? Okay. Wie ist denn das? Hat es auch schon die Situation gegeben, dass du gesagt hast, hey, guck mal, Till, das würde ich irgendwie anders erzählen oder da kann ich nicht dahinter stehen? Hat es das auch schon gegeben? Das gibt's. Ja? Okay. Natürlich. Was passiert dann? Wird dann darüber diskutiert oder fällt das einfach wirklich in den Mülleimer? Diskutieren ist Quatsch. Oder du machst eine andere Band und das wird dann dort gesungen, oder? Ich habe zu Hause einen großen Ordner. Da sind viele Stücke. Was hast drin. Du nicht mag, oder was? Ja, Sachen, die es vielleicht jetzt nicht geschafft haben. Astrid, meine, abgelehnt. Ehrlich, nicht jeder Song. Ja, wie soll ich das sagen? Wenn man zu Hause sitzt und das so zusammenbastelt und versucht und so, dann stellt man sich immer viele schöne Sachen vor, aber nicht jeder Song lernt wirklich alleine laufen. Mhm. Wir sind eine Band, wir spielen, wir probieren die Songs aus im Proberaum. Und probieren die dann auf jeden Fall immer live aus, oder so war es bisher, bevor wir sie auf eine CD aufnehmen. Okay. Und da stellt sich ziemlich schnell raus, ob irgendwas läuft oder nicht. Mhm. Eben auch, ob es nun für Publikum läuft oder nicht. Mhm. Oder ob es für eine andere Band vielleicht besser ist. Okay. Also das heißt wirklich, die Entwicklung vom Song selber, die findet eigentlich erst dann live statt. Ja.
Okay, ja. Cool. Als ich früher noch viel Zeit hatte, dann habe ich nur noch am Computer so ein bisschen gebastelt und selber schön dazu gesungen und so. Inzwischen ist es fast immer so, dass wir uns bei der Probe treffen und ich spiele leidlich das Ding auf der Gitarre, singe das leidlich und dann ist direkt die Band. Okay. Wie viele Instrumente spielst du? Nein, ich spiele Bass. Okay. Und ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Okay. Also komponieren tust du auf dem Bass dann hauptsächlich oder auf der Gitarre? Nee, das inzwischen das meiste. Oder am Computer? Lautbrüllend mit Gitarre. Okay. Ja. Saufst du dir zuerst eine Hand, bevor du Gitarre spielst? Manchmal. Okay, alles klar. Manchmal. Oder weil du Angst hast, dass die Astrid vielleicht den Text wieder nicht toll findet. Manchmal. Ja, zum Text brauche ich meistens einen klaren Kopf. Okay. Aber ich spiele halt sehr, sehr gern Gitarre. Gitarre ist ja schön. Ja, gut. Astrid, du schreibst ja eigentlich auch Texte. Einfach für dein anderes Duo mit dem Philipp zusammen, genau. Und wie ist denn das für dich, wenn du jetzt bei Get the Cat eben diese Texte geliefert bekommst und auch die Songs? Was machst du, damit du diesen Text zu deinem eigenen Text machen kannst? Man sagt immer, der Sänger oder die Sängerin muss ja ein bisschen das Lied zu der eigenen Geschichte machen. Ja, natürlich. Damit es wirklich authentisch rüberkommt, oder? Ja. Geht das lange, der Prozess, oder was machst du? Hast du irgendwelche Tricks? Das hängt von dem Stück ab. Okay. Also wenn, es gibt ganz viele Stücke, die ich singe und denke, jo, die er schreibt. Ja, das ist schön, das ist meins, mhm, auch so. Wenn das nicht so ist, dann versuche ich, dem Stück auf jeden Fall eine Chance zu geben und nicht direkt zu sagen, hier Mülleimer. Mhm. Was mache ich dann? Ja, eigentlich das, was ich anderen, die singen möchten, auch sage. Ich versuche mich in den Song reinzuversetzen. Das ist jetzt ausgelatscht und also dieser Spruch ist unheimlich ausgelatscht. Aber darum geht es. In dem Moment womöglich tatsächlich in einer ganz anderen Stimmung mich zu befinden, in einer ganz anderen Lebenssituation, wenn ich davon singe, dass ich gerade verlassen worden bin oder so. Im Augenblick bin ich gerade nicht verlassen worden. Also, aber das ist ja in meinem Leben schon vorgekommen. Mhm. Und mich da hineinzuversetzen, ob das jetzt dann genauso war wie in dem Song, ist eine andere Frage, aber man könnte es sich vorstellen. Und da spielt ganz viel, es ist ja ein Unterschied, ein Lied richtig zu singen, die richtigen Töne an der richtigen Stelle und den richtigen Text dazu. Das ist eigentlich die Technik oder, dann, oder? Ja, genau. Ja. Oder ein Stück, naja, gut zu singen letztendlich, also zu interpretieren, tatsächlich das Stück nicht nur runter zu singen. Was mache ich da? Ich versuche mich reinzuversetzen. Okay, also das heißt, du kramst irgendwo die Situation oder eine Erinnerung rauf eigentlich, wenn es irgendwie eben, du sagst du bist im Moment ja nicht verlassen, aber das gab es mal, also gut, suchst du das irgendwo und dann versuchst du halt emotional wieder in diese Stimmung oder in diese Situation zu kommen. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel suchen, denn so Gefühle, die man so kennt, die mal da waren, die sind ja auch noch irgendwo. Mhm. Die sind im Moment nicht aktuell und nicht akut und so, aber das ist ja in dem ganzen Bottich, den man so hat an Emotionen und so, sind die ja vorhanden. Ja. Ich glaube, so tief braucht man da gar nicht zu greifen, zu wühlen oder so, ne, um die wieder hervorzuholen. Und es ist ja auch, das Tolle ist ja auch, dass es ja in so einem Programm, das wir spielen, wechselt. Ne? Also in dem einen Moment werde ich gerade noch verlassen und bin tief traurig und so. Und im nächsten Moment kommt eine wunderschöne Ballade, in der es nur darum geht, ich habe jemanden, der sich um mich kümmert. Mhm. Ich habe jemanden, der da ist. Und genau das kenne ich auch. Und es ist ja wie im Leben, ne? Irgendwie. Ja, so ist das Leben, ja. So ist das. Und so ist ja auch der Blues, ja? Schön. Der Blues, der Blues, den auch ihr spielt. Mich hat mal jemand gefragt, kann man denn, wenn man Blues spielt, glücklicher Mensch sein oder ein fröhlicher Mensch sein? Was denkt ihr darüber? Also das finde ich, ich finde sowas sehr, sehr gefährlich, sich da so in Klischees zu begeben und sich da so bestimmte Stempel aufzudrücken, weil das impliziert ja andererseits, Blues muss tief traurig sein. Und um Blues zu spielen, muss man das sein und die Haut muss so aussehen, man muss sich so und so fühlen und möglichst kaputt sein und sowas, das glaube ich einfach nicht dran. Dazu ist dieser riesen Ozean Blues auch zu selbstständig, da sind alle Fische drin, die Traurigen und die Fröhlichen und das geht, ne, das ist mittlerweile, der Schirm ist so groß, da passt viel drunter. Das hört sich schön an. Der Schirm ist so groß, da passt so viel runter. Der schreibt die Texte. Möchtest du auch was dazu sagen?
Möchte ich da was zu sagen? Also oder hast du uns was wird ja auch hier und da vorgeworfen, das ist ja gar kein richtiger Blues, ja, den wir machen. Ne? Da kann man jetzt drüber denken, was man will. Am besten kommt man mal beim Konzert von uns vorbei und hört sich das mal an. Denn der Blues ist natürlich in unserer Musik drin und jeder, der die Ohren ein bisschen aufsperrt, wird es hören. Aber eben nicht allein der Blues von dem alten schwarzen Mann, der an der Türschwelle sitzt und gerade seinen Job verloren hat. Und ich war noch nie auf dem Baumwollfeld und ich bin weiß. Eines unserer Stücke handelt genau davon. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich deswegen keine Berechtigung habe, eine Art Blues zu singen. Und es ist ja nur auch bei uns ganz viel, andere Einflüsse spielen ja auch mit rein. Da ist Funk zu hören, da ist manchmal ein bisschen Jazz zu hören, Popmusik auch. Ne? Soul, ja. Soul, viel, ja. Ja. Und ich, ja, alles, was es bunt macht. Ne? Die ganzen Fische, von denen er auch gerade gesprochen genau. hat. Aber ihr werdet auch viel darauf angesprochen, hey, also irgendwie wegen der, eben das, ob es Blues ist oder nicht Blues. Ist schon ein bisschen ein Thema, wenn man Blues spielt im Grenzbereich, oder? Ich denke, das bekommt, wie ist das in Deutschland? Ist das, also in der Schweiz ist das wirklich ein großes Diskussionsthema. Mhm. Ich weiß nicht, ist bei euch in Deutschland auch so? Natürlich. Okay, natürlich. Dass es wirklich immer wieder ein bisschen diskutiert wird. Was ist Blues? Und ist das jetzt Blues? Ist das nicht Blues? Und gibt es denn in Deutschland, also ist das auch eine Bewegung so, dass die Bluesbands eben ein bisschen moderner werden, halt das Alte ein bisschen abgeben auch, so eben halt nicht nur auf Chicago Grooves? Ich kriege das nicht mit, aber, also, nee, ich kriege das nicht mit. Ich glaube schon, dass es relativ, noch, das ist schwierig. Es gibt immer mal wieder, es gibt tolle Projekte auch, die ich unheimlich spannend finde, die das so zusammenbringen und aber die Klischees sind da. Wir haben zum Beispiel, kann man ja sagen, wir haben immer große Probleme damit, Bilder für unsere Musik zu finden. Ja? Okay. Also einfach, dass auch da gibt es wieder so Klischeebilder. Der verschwitzte Mann mit seiner Gitarre, du kannst dir das vorstellen. Ne? Und wenn man solche Klischees halt auch wieder ein bisschen draußen lassen will, ist es unheimlich schwer dafür, gute, griffige Bilder zu finden. Und das geht, glaube ich, vielen so in Deutschland. Und ich glaube, dass Deutschland oder nicht, es setzt sich dann doch immer schnell wieder auch ein Klischee durch. Okay. Oder sagen wir mal so, ein Klischee macht es auf jeden Fall einfach, das Publikum anzusprechen, was sich auch dafür interessiert. Mhm. Das ist eine Schublade. Was ja in eine Schublade passt, ist klar zu definieren. Da haben wir Probleme mit, aber da werden wir uns nie anpassen. Weil das können wir gar nicht und das wollen wir nicht. Und die Erfahrung ist halt auch, wenn ein Publikum da ist und das ist ein bisschen aufgeschlossen, dann ist es wunderbar. Mhm. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr davon aus. Ich gehe mal davon aus, dass ihr einfach die Musik spielt, die ihr auch spürt. Absolut. Die ihr spielen wollt und euch selber eigentlich diese Gedanken gar nicht macht, oder? Wenn du ein Stück schreibst, dann denkst du nicht, oh, ist das genug Blues drin oder nicht, oder? Oder doch? Na, das würde ich jetzt wieder nicht sagen. Okay. Manchmal macht es ja auch Spaß. Stücke schreiben ist ja auch ein bisschen so wie ein bisschen wie was üben. Mhm. Oder vielleicht auch mal was ausprobieren, ne? Es geht mir schon so oft so, dass ich sage, oh, jetzt könnte man mal, ich hätte Lust, so ganz traditionell 12-Takte Blues-Ding zu schreiben mal. Mhm. Meistens werden es dann 13 oder 14. Ja, also wir nähern uns den 12 Takten oft. Aber eins, zwei habe ich schon geschafft. Du gibst dir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Okay. Ich gebe mir Mühe. Und das gehört auch zum Stücke machen dazu. Manchmal kommt was Gutes bei raus, manchmal nicht. Und natürlich überlegen wir auch, gerade jetzt in Bezug auf eine neue CD, wie klingt die? Was passt da zusammen und was nicht? Also irgendwie für mich ist Get the Cat auch so ein großer Suppentopf. Wir schmeißen unheimlich viele Sachen rein und haben unheimlich viele verschiedene Suppen da schon gekocht. Und mit der Zeit kocht es immer mehr und es kristallisiert sich, glaube ich, auch so was Eigenes raus. Mhm. Was dann vielleicht doch mal das Get the Cat Gesicht ist von der Musik. Ja, und vor allem, wo dann auch keiner mehr fragt, ist das jetzt genug Blues? Ja, oder hoffentlich ist das denn überhaupt Blues? Ja, ich kriege da
kreiert einfach eine eigene Schublade, oder? Fertig. Naja, vielleicht machen wir einfach gute Musik. Ja, eben. Das wäre das Schönste. Ja. Das wäre das Schönste. Ja. Wenn du schreibst, wo lässt du dich inspirieren? Gibt es da irgendwelche Orte, wo du wirklich sehr gerne oder auch sehr gut schreibst? Gibt es irgendwelche Rituals oder so? Unheimlich viele Sachen schreibe ich, weil ich irgendwo was aufschnappe. Also das kann wirklich in der Straßenbahn sein und da hat einer einen Walkman an und da höre ich irgendeinen Satz raus oder so, oder ich lese in der Zeitung irgendeinen Satz. Ich liebe wirklich gute Hooklines, ja. Okay. Also so richtig, so prägnante Sätze. Mhm. Jetzt gerade, das wusste ich nicht, dass das To Break a Habit heißt. Das habe ich neulich in einem Song gehört und das fand ich so einen guten Satz, da muss ich direkt ein Stück draus machen. Okay. Sowas passiert oft und musikalisch geht es mir auch oft so. Mhm. Ich schnapp oft irgendwo nur kleine Dinge auf und die sich dann verselbstständigen. Aber sitzt du dann zu Hause irgendwie immer in deinem Zimmer oder sitzt du am liebsten auf dem Klo oder liegst du im Bett und bist am Aufwachen oder kurz vor dem Einschlafen, da kommt es dann... Das sind die Schlimmsten. Die Schlimmsten ist, wenn du im Bett liegst und es ist tatsächlich so, manchmal träumt man sich einen Song zurecht. Oh ja. Okay. Hast du ihn genau? Du musst jetzt eigentlich nur aufstehen und das eh alles hinschreiben, tust du dann aber nicht. Und dann sitzt du am Nachmittag oder am Morgen sitzt du dann da und dann versuchst das zusammen zu stoppeln. Das passiert auch. Und es wäre der Hit. Sowieso. Es wäre der Hit. Ich kenne das auch. Fürchterlich. Ist ein bisschen so greifen nach Seifenblasen. Ja. So. Wie ist es bei dir, wenn du Songs schreibst? Tja. Und Texte schreibst? Hast du irgendwie ein Ritual oder einen Raum, einen Platz, wo du dich am wohlsten fühlst, nee, wo die meisten Ideen kommen? Ich habe festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn ich eine Zeit lang wirklich allein bin. Und damit meine ich ein paar Tage am Stück allein bin. Auf langen Autofahrten, die ich wirklich ganz alleine mache, da kann mein Nebenmann kann die ganze Zeit still sein, aber er ist anwesend. Mhm. Und das ist, dann geht es nicht irgendwie. Okay. Aber wenn ich alleine auf langen Autofahrten bin oder so, das Doofe bei meiner Art, Songs zu schreiben, ist, also Till kommt ja manchmal in den Proberaum, hat... eigentlich meistens, und hat 5 neue Songs dabei und sagt, liebe Leute, ich habe jetzt hier, ne, ein paar neue Songs. Und okay. Die von letzter Woche sind noch nicht so richtig gesackt, aber mhm. Er kommt schon mit den neuen. Und bei mir ist das ja eher so, ich habe ja so ein Problem mit der Muse. Die Muse, mhm. Ja, weil mhm. Wenn die einen küsst, wenn die vorbeikommt, meine Muse ist sehr unzuverlässig und die kommt manchmal irgendwie ein halbes Jahr lang nicht vorbei. Ne? Das ist echt schlimm. Aber dann kommt es auch mal 1-2 Mal die Woche. Selten. Man muss aber dazu sagen, so gesehen habe ich es einfacher, weil ich finde es viel, also für mich ist, ich schreibe englische Songs, weil das ist für mich einfach die Sprache der Musik und ich bin so ein bisschen zweisprachig aufgeworden, habe eine Weile in den USA gelebt und Englisch ist für mich also so wirklich wie so eine zweite Muttersprache. Ich bin okay. Auch sehr schnell wieder drin. Also wenn ich mit irgendjemandem nur wieder zusammen bin und 1-2 Tage Englisch werde, dann träume ich auch in Englisch, dann ist für mich Englisch einfach eine Ausdrucksform auch. Deswegen kann ich das nicht auf Deutsch, aber ich finde deutsche Texte schreiben schwerer. Okay, das fällt dir schwer. Ja, ich glaube, das ist schwerer. Danke. Natürlich, deswegen dauert es länger, wollte ich nur sagen. Ja, Man muss, glaube ich, noch kritischer sein sich gegenüber. Und Klischees sind... Warum meinst du kritischer? Weil jeder hinhört auf den Text. Ein englischer Text ist leichter zu machen, glaube ich, weil du... Also wenn du ihn halt natürlich im deutschsprachigen Raum spielst, das so meinst du? Ja, das natürlich. Wenn du natürlich in den USA das Zeug spielst, dann ist es natürlich auch wieder sehr direkt. Das ist oder? Für mich zum Beispiel eine ja. große Hürde, wäre ich immer sehr nervös. Okay. Ich war ganz froh, es haben Leute in USA und Kanada, auch eine Frau hat in Kanada CDs gekauft und ich habe sie ihr mit Freude hingeschickt und habe so nach ein paar Wochen mal nachgefragt, so ganz ehrlich, kannst du dir die Texte anhören? Ja, findest du gut. Da war ich froh. Und jetzt, also ich habe auch eine Bekannte, ist Amerikanerin, die guckt die Texte auch nochmal durch. Okay. Und weil es ja, also das ist mir auch trotzdem sehr wichtig, ja, dass der Text was transportiert. Eben auch wieder nicht so das Blues-Klischee erfüllt von My Baby Left Me und I'm so alone. I saw her walking down the street, bla bla bla, ne? Und I love you so. Ist auch schön. Ist auch schön, aber muss ja nicht. Ne? Ja, manchmal sehr kurz alles gesagt, oder? Ja, es ist sehr schnell alles gesagt. Du schreibst ja in Deutsch. Genau.
Ist es bei dir das Gleiche, einfach umgekehrt, oder weshalb schreibst du in Deutsch? Das ist ganz einfach, weil ich spreche Englisch, klar, keine Frage, und ich singe ja auch Englisch, aber es ist so gar nicht meine Muttersprache und da gibt es einfach viel zu viele Ausdrücke, die ich A, gar nicht kenne, die B, nicht in meinem aktiven Wortschatz drin sind und wo ich mich einfach nicht weit entfernt von Schulenglisch ausdrücken würde, wenn ich das täte. Und das ist Quatsch. Also okay. Das ist wirklich Unsinn. Das ist irgendwie, ja, das ist eben I love you so, I am so froh. Oder also, reim dir oder ich fress dir, ne? Und im Deutschen habe ich da einfach viel mehr Möglichkeiten und ich mache auch gern mit Sprache, ne? Also ich schreibe auch unsere Rundbriefe oder so und ja, puzzle da immer gern so ein bisschen rum. Wenn ich eine ganz großartige Geschichte zu erzählen hätte, die mir bisher noch nicht eingefallen ist, würde ich bestimmt mal ein Buch schreiben oder naja, vielleicht eine Kurzgeschichte. Erstmal. Ja, also das stimmt natürlich schon. Das muss ich meinen Zuschauern schnell sagen, dass die Newsletter von Get a Cat, die sind so ziemlich super, weil du schreibst ja nicht nur, hallo Leute, übrigens, ja, der letzte Monat war ein bisschen verregnet, aber diesen Monat geht es jetzt wieder weiter, wir haben dort und dort Konzerte und unten kommt dann irgendwelche zehn Daten. Nee, du verpackst das wirklich in einen riesen Text und erzählst noch, was ihr schon gemacht habt und dann kommt auch immer ein bisschen Witz durch natürlich und ich finde das sehr, sehr schön. Danke. Sehr schön. Und trotzdem machst du für die, die keine Lust haben, das alles zu lesen, sagst du immer, okay, unten noch ganz kurz. Und dann ist es trotzdem nochmals aufgelesen. Aber ich finde das super. Danke. Das sieht man nicht oft. Also das ist eigentlich der Einzige bis jetzt, den ich kenne, der so gemacht wird. Gut, aber kommen wir zur Band zurück. Ihr seid ja eben viel unterwegs. Ihr habt letztes Jahr wirklich ganz, ganz viel rumgekurft und so. Ich habe das sehr schön gefunden. Ihr habt auf der Homepage euch bedankt bei den Veranstaltern und auch bei dem Publikum, ja, dass die wirklich auch wirklich in Clubs gehen und Bands anhören, die noch nicht so bekannt sind oder die man noch nicht so kennt. Habe ich sehr toll gefunden, weil das ist ja auch ein bisschen das Problem von vielen Clubs eigentlich, dass die halt immer wie weniger Publikum haben, weil sie, wenn sie eine Band haben, die vielleicht noch nicht so bekannt ist und die Leute dann einfach nicht kommen. Mich würde einfach interessieren, eben, ich weiß, wie es in der Schweiz ist, wie ist das so die Entwicklung in Deutschland? Also spürt ihr das als Band? Mein Get a Cat ist keine unbekannte Band mehr, würde ich sagen. Und wie ist das für euch, so an Clubs ranzukommen? Irgendwie kommt ihr schon an die riesengroßen Clubs ran oder spielt ihr halt wirklich auch in den kleinen Clubs, um das Ganze unterstützen auch? Ich finde Clubszene in Deutschland sehr schwer, also weil die Clubs es schwer haben, weil wirklich, es kommt auch auf den Landstrich an, ganz klar. Okay. Also da ist Norden und Süden, gibt es große Unterschiede, weil wirklich bei vielen Menschen so eine Einstellung vorherrscht, kenne ich nicht, gehe ich nicht hin, ne? Was der Bauer nicht kennt, ja, frisst er nicht. Wobei die aber kein Problem damit haben, irgendwie 150 Euro für die Stones auszugeben und dann da 600 Meter entfernt von der Bühne mit dem Fernglas. Aber egal, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich wollte da überhaupt nicht drauf rumhacken. Für Clubs ist es schwer in Deutschland tatsächlich. Und da sehen wir auch tatsächlich den Publikumsschwund, also dass es zurückgeht. Okay. Vor allem in den Städten haben wir festgestellt. Ah ja? Ja. Ich glaube, auf dem Land geht es noch besser, da haben die Leute noch eine andere Ausgehmoral. Okay. Also man geht natürlich hin, wenn was los ist. Und ich finde, das ist ja auch das weshalb wir uns bedankt haben. Denn, mein Gott, man muss doch erstmal hingehen. Wenn es einem nicht gefällt, kann man doch immer noch gehen. Das ist doch gar nicht das Thema. Aber man muss doch mal hingehen. Und einige von diesen Menschen sitzen dann zu Hause und sagen, ja, bei uns ist ja nichts los. Ja doch, es ist was los, ne? Nur man muss es wahrnehmen, sonst ist bald nichts mehr los. Und das ist, also das betrifft die Clubs vor allem. Ich denke, wo wir sehr schöne Erfahrungen gemacht haben und wo es auch aus welchen Gründen auch immer ein bisschen anders läuft, sind Zusammenschlüsse von Menschen, die das in einer Art Verein oder so machen oder Bluesclub, Jazzclub, Jazz e.V. oder sowas, wo ganz viel Eigenleistung drin steckt von den Menschen, ganz viel Arbeit und Zeit und unbezahlte und, ja, Zeit und Energie und na, wie heißt denn dieses schöne Wort? Komme ich jetzt nicht drauf. Schade. Begeisterung. Deutsche Sprache, ja. Ich wollte noch ein schöneres. Noch schöner. Entzückend? Nein, das passt nicht.
Naja, jedenfalls mit ganz viel Energie da dran gehen. Und da haben wir wirklich auch, machen wir auch immer wieder schöne Erfahrungen. Und es ist dann jedes Mal, wenn du am Ende von so einem Abend auf der Bühne stehst, dann denkst du dir einfach nur, wie cool und wie geil, dass die Menschen das machen und es anbieten und dass dann die anderen Menschen, sprich das Publikum, das auch annehmen und auch hingehen. Also eine Symbiose wirklich von Band, Veranstalter und Publikum, oder? Wir sitzen noch im selben Boot alle. Ja. Also wir. Ne? Finde ich schön. Das mit den Clubs zusammen, also ein gutes Beispiel ist wirklich unsere schöne, liebe Heimatstadt Köln, wo es tatsächlich keinen Bluesclub, aber auch Clubs in der Kategorie so bis 100, 120 Leute gibt es nicht mehr. In Köln? Nein. Okay. Wo so eine Art von Musik live laufen würde und regelmäßig laufen würde, gibt es nicht mehr. Es gibt mehrere Locations, die so 400, 500er Aufwärtsgröße kennen und es gibt eben die ganz großen Arenen und so weiter. Mhm. Da läuft noch was, aber das ist ganz klar nicht unsere Kategorie. Das ist natürlich auch eine schwere Kategorie für Blues. Ja, ja. Mein Blues ist schon intim eigentlich und von dem her. Also nicht nur das, ist halt einfach schwierig, ein Hallenstadion mit Blues zu füllen. Natürlich. Wobei, ich meine, der Ramazzotti, Der Ramazzotti? Nein, nicht den trinke ich auch gerne. Was möchtest du? Averna? Zucker wollte ich sagen. Zucker macht das auch natürlich. Er hat auch sehr viel Blues in seinem Sound, finde ich jetzt persönlich. Ja. Aber... ja, ist eine andere Kategorie halt. Ja, ja, natürlich. Ist halt schon schwierig. Na klar, wenn Eric Clapton, der spielt auch in Köln, macht er die Arena. Ich bin jetzt ein bisschen schockiert, dass es in Köln keinen Bluesclub gibt. Echt? Du, ganz viele wirklich in Städten fällt mir irgendwie noch Hamburg, vielleicht Hannover ein, München. Hamburg hat einen Bluesclub. Hamburg, ich weiß nur nicht, wie er heißt. Downtown. Ja, genau. Ja. Gibt ja auch regelmäßig Jam Sessions dort. Ja. Ja. München, Berlin, Bluesclub. Berlin? Gibt nicht, nee. Aber liegt das daran, hat es denn dort einfach keine Szene? Keine, oder? Das ist jetzt eine ganz, was eine Szene ist eine ganz schwierige Diskussion. Okay. Mir hat original, was ein sehr, also für uns ist das eine sehr, für mich war das niederschmetternd. Mir hat mal ein Veranstalter gesagt, nee du, wir machen keine Konzerte mehr, ich mache nur noch Blues-Sessions. Da kommen Leute hin, spielen den ganzen Abend Sweet Home Chicago und trinken sich ein und gehen danach nach Hause und haben einen guten Abend. Mhm. Aber Konzerte wollen die nicht mehr hören. Mhm. Was ja total, wie erst sagen, ist völlig in Ordnung. Also niemand, jeder soll das machen. Aber es ist schade, dass die Leute dann nicht mehr auf Konzerte gehen und auch ein bisschen vielleicht mal das was anderes hören wollen, außer Sweet Home Chicago, was aber immer noch in die Richtung passt. Oder sind herzlich eingeladen, aber sie kommen nicht zu den Konzerten. Und deswegen sagt der Veranstalter, also ich mache die Session hier, da sind die Leute da, da ist das Ding voll, aber in einer Band, die keiner kennt, das kann ich nicht riskieren. Da müsste man vielleicht wie eine Bewegung machen, oder? So. Sehr gerne. Länderübergreifend. Ja, irgendwie so etwas. Kann man ja mal einen nächsten Talk machen oder so. Aber die Bewegung ist ja zum Teil auch da. Es gibt wirklich wunderbar, was Astrid gesagt hat, diese Vereine, diese Clubs, die, es gibt ja jetzt so ein schönes Wort, Wutbürger, aber das sind Tutbürger. Ne? Die also, tun's. Die tun. Ah, ja, okay, habe ich noch nie gehört, das Wort. Ja, das habe ich erfunden. Okay. Die greifen halt, Leute, die halt zugreifen und sagen, wir wollen hier, dass in unserer Ortschaft regelmäßig einmal, ein, zweimal im Monat sowas passiert. Mhm. Da schließen sich Leute zusammen und dann läuft das auch. Da ist dann Publikum da, die haben offene Ohren und man wird toll empfangen, das ist großartig. Hängen sich auch rein mit der Werbung und mit allem, ne? Super. Jo, eben viel unterwegs, viel gesehen, würde ich sagen, viele Geschichten erlebt. Wie ist denn das bei euch vielen, so wenn ihr unterwegs seid? Gibt es da irgendwie... Furchtbar gut. Komm, erzähl mal ein paar Macken oder so. Nee, aber gibt es da schon so ein bisschen, das ist mehr der Ruhigere, der guckt, dass alles gut abläuft. Vielleicht der Till, ich weiß nicht, unterhältst du alle irgendwie mit deinen Geschichten? Wie ist das so bei euch? Wie sind so die Rollen verteilt? Das würde mich interessieren. Oh, oh. Jetzt aber gut aufpassen. Jetzt nicht. Wird nichts geschnitten, gell? Nein, wird nichts geschnitten. Das ist auch okay. Befürchtet. Das ist okay. Also,
Ich finde, es gibt eine Neuerung seit 2009, ne? Ja, 2009, dass wir tatsächlich zusammen alle in einem Bus fahren. Das war vorher nicht so. Aha. Und ich glaube, dass das die Banddynamik durchaus nach vorne gebracht hat, weil es ist, man teilt Freud und Leid. Ne? Okay. Wenn es scheiße war am Abend vorher, dann sitzen auch alle da im Bus und haben nicht so richtig Laune. Ey, ist doch nie scheiße. Richtig. Aber wenn es halt richtig klasse war, dann ist auch richtig gute Stimmung. Okay. Und jetzt ehrlich, ich finde, Get the Cat ist eine großartige Band für mich. Ich bin so froh, dass es das gibt, weil wir sind so richtig schön altmodisch. Wir sind eine Band, die besteht aus 4 Leuten. Wir haben das in unserer Frühphase auch mal ein paar Mal probiert, dass es mal Aushilfen gab. Der eine konnte nicht, konnte irgendwie die Bandgage für sich selber an einem Abend verdienen, musste dann unbedingt was anderes machen, dann hat es Aushilfen gegeben und so. Ich sag mal so, alles scheiße. Das haben alle eingesehen, das wissen alle und von daher ziehen wir da sehr gut an einem Strang. Das heißt, es gibt nur noch Konzerte, wo wirklich die Originalbesetzung spielen kann. So ist es. Ja. Astrid, Ralf, Philipp, Till. Okay. Und gerne Gäste. Mhm. Aber das ist Get the Cat. Mhm. Okay. Und das ist... Aber ihr seid ja auch alle wirklich bereit. Also ihr gebt ja auch viel Zeit rein, oder? Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, ich habe irgendwie noch, ja, im März habe ich noch einen Termin frei oder so. Das ist wirklich so erste Priorität bei allen, oder? Wirklich. Erste Priorität. Wir das Baby von allen. Wir wollen alle ziehen. Ja, cool. Und bei allen, natürlich gibt es Stress untereinander und nicht jeder kann jeden immer und zu jeder Zeit besonders gut leiden. Aber das ist ja normal, oder? Völlig normal, ne? Und wenn man sich so aufeinander hängt und so, ist es auch sehr schön, wenn man mal an so einem Tag wie heute dann eine halbe Stunde hat, wo man das Hotelzimmer zumachen kann und mal alleine ist. Das ist sehr gut. Aber grundsätzlich ist das ein wahnsinniger Gewinn. Mhm. Das ist so eine Band hatte ich, Gott, als ich 16 war, da war das so. Okay. Und dann ist das alles verloren gegangen, jetzt wieder da. Das ist super. Das ist wirklich schön, das stimmt. Normalerweise ist das, also normal. Ja. Kennt man das wirklich so Teenie-Zeit, oder? 17, 18, so. Ja, die Band ist groß. Hey, und davon waren wir noch alle noch. Aber dass man das auch später dann noch hat, ist ja wirklich cool, oder? Mhm. Nicht einfach nur Jobband oder so. Nee. Ja. Nee. Und ich liebe das auch, wenn Schüler damit ankommen und sagen, ich habe jetzt eine Band. Und meine Band sind der und der und der und der und wir machen das, wir treffen uns immer da im Keller und rocken da rum. Das ist doch super. Cool. So muss das sein. Ja, super. Trotzdem, eben, ihr seid unterwegs. Gibt es da so etwas wie, jemand ist so ein bisschen die Mutter, so die Mutterrolle, wo irgendwie ein bisschen guckt für alle und irgendwie halt irgendwie noch die Kappe oder die Mütze hinter den nachträgt nach dem Konzert und sagt, oh, du hast das vergessen. Gibt es das bei euch? Oder? Also es ist gut, dass du mich jetzt nicht angeguckt hast, weil ich die einzige Frau in der Band bin und Mutterrolle und so. Ja. Ist klar. Nein, das ist klar. Also ich gehe erstmal... Nee, es ist eigentlich eher nicht geschlechtlich gemeint, sondern einfach rein von der Rolle her. Ich gehe erstmal davon aus, dass wir 4 erwachsene Menschen sind. Das hört sich zwar im Bandbus nicht immer so an, aber wir sind alle über 18, wir sind sogar alle schon über 21, knapp drüber. Ja. Also erstmal sind wir alle groß, aber ansonsten guckt jeder nach jedem ein bisschen. Also ich meine, wenn da jetzt eine Mütze liegen geblieben ist, dann frage ich mich nicht, gehört die jetzt dem oder dem, sondern nehme ich sie mit und frage nachher, wem gehört diese Mütze. Umgekehrt aber genauso. Mhm. Also nee, das ist... Ich denke, wir gucken schon alle ein bisschen. Ja, da würde ich sagen, da sitze ich mal bei euch im Bus, da werde ich vielleicht schon mehr. Du bist herzlich eingeladen, mal eine Runde mitzufahren. Eine Mutterrolle möchtest du dir haben? Oh, nee, die möchte ich nicht haben. Ich will nicht haben. Till, du schreibst die Songs. Bist du auch Bandleader oder hat die Funktion jemand anders von euch? Bist du eher die Bandleaderin? Oder? Ich bin die Frontfrau, ich bin die Sängerin. Das ist eine ganz schwierige Frage und die Antwort ist, glaube ich, so das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Natürlich habe ich, gewisse Sachen habe ich in der Hand, weil ich sorge ja für das Material der Band, ne? Und damit auch für ein Gesicht oder so. Aber die Tendenz, finde ich, geht ganz klar dahin, dass wir sehr viel doch von dem Musikalischen zusammen bestimmen und zusammen machen. Und das ist, worüber wir vorhin gesprochen haben, eine Band. 4 Leute machen das.
Also eigentlich, ich hoffe mal, dass es so ist, dass ich doch mehr Ideengeber oder so Inputgeber bin oder so. Ich werfe da mal sowas in die Menge und dann passiert da schon was mit. Okay, gut. Ich möchte das gar nicht mehr sein. Früher war das, glaube ich, vielleicht mal ein bisschen mehr. So bei der ersten CD kann ich mich erinnern, dass da auch so über das Gesicht von so einer CD, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste das mehr in der Hand haben oder so. Aber inzwischen ist das ein super Team. Hört sich gut an. Ja, ist auch gut. Hört sich gut. Wo ist Get the Cut in 5 Jahren? Was habt ihr für Ziele, was für Wünsche? Oder auch schon fixe Pläne? Noch ein paar schöne CDs machen. Ich hoffe sehr, dass wir das auch so ein bisschen auf ein europäisches... Also es gibt zum Beispiel bei uns nebenan ein Land, das heißt Holland, in Belgien. Wir spielen tatsächlich im Februar, ich glaube 13. Februar oder sowas, ne? Ein Sonntag mal in Holland. Da bin ich unheimlich stolz drauf, weil das wahnsinnig schwierig ist, dahin Kontakte zu knüpfen. Okay. Und von Köln aus, ja, ist nach Holland ist also Katzensprung. Ja. Ein Katzensprung. Ne? Katzensprung. Das ist eben sehr viel näher als in die Schweiz. Und irgendwie auch weiter weg. Das ist also Sachen, die möchte ich ausbauen. Ich möchte da einfach dahin kommen, dass wir regelmäßig unsere Konzerte spielen und dass wir hoffentlich unser Publikum auch finden. Mhm. Immer weiter. Ich möchte spielen. Ich möchte spielen, ganz klar. Ganz viel und ganz oft und ganz schöne Sachen, so wie bestimmt gleich hier unten, denn die Bühne ist großartig, ja. Und der Raum ist super und die Menschen sind nett und es wird bestimmt ein hervorragendes Konzert. Also ist es ja jetzt schon, es hat schon angefangen, bis in den späten Abend. Ich möchte einfach spielen und dass wir unser Publikum finden, also was heißt hier unser Publikum finden? Wir sind mittendrin. Also wir sind mittendrin, ne? Da läuft auch mittlerweile schon ganz viel einfach auch über Mundpropaganda oder so, ne? Da sind schon einige Menschen am Start, die mit uns, ja, und ich glaube, die auch in 5 Jahren noch mit uns mitgehen und zu unseren Konzerten kommen. Gibt es irgendein Festival oder irgendein Veranstaltungshaus, wo ihr sagt, ja, da würden wir schon mal gerne spielen? Kennst du in Südfrankreich, in Orange, das große Amphitheater. Jetzt ohne Scheiß. Nee. Ah, das ist großartig. Da würde ich in meinem Leben gerne mal spielen. Natürlich alles nur mit Get the Cat. Das ist so ein römisches Theater. Und da an so einer südfranzösischen Abend, so wenn es abends um 10 dunkel wird, sind immer noch 23 Grad, da spielen. Okay. Das möchte ich einmal im Leben machen. Okay. Hast du auch so etwas? Mehrmals im Leben machen. Nee, ja. Nichts so Konkretes. Also es geht wirklich darum, ich bin Live-Musikerin. Mhm. Ne? Und es ist, ich will auf die Bühnen. Lasst mich auf die Bühnen. Lasst sie frei. Genau, lass mich durch. Ich bin nicht Arzt. Ich bin Sängerin, lassen Sie mich durch. Gibt es irgendeinen Künstler, Künstlerin, also im musikalischen Bereich natürlich, wo ihr im Moment absolut toll findet und gerne empfehlen möchtet? Unbedingt. Nicht eure Band jetzt meine ich, sondern jemand anders. Nein. Wo ihr gerne den Zuschauern empfehlen möchtet? Sag, sprich. Nicht, dass ich es wieder falsch ausspreche. Band of Heathens. The Band of Heathens. Mhm. Das sind 5 Menschen aus Texas. 3 davon sind Frontleute. 3 davon sind Sänger. Guck dir das an. Sänger, Songwriter, Gitarristen. Oh. Und wir haben die zufälligerweise, das heißt Philipp hat die zufälligerweise mitten in der Nacht laufen die guten Musiksendungen in Deutschland. Mhm. Da hat er die beim Rumzappen irgendwie gesehen, am Rockpalast, zum WDR. Und hat es am nächsten Tag direkt an uns rumgeschickt so. Ja, und dann haben die bei uns in der Nähe gespielt, haben uns Karten gekauft und der Philipp konnte nicht mit. Pech. Arme Socke. Nee, Band of Heathens ist ganz weit vorne. Also für mich natürlich auch so 3 gleichwertige Gesänge. Die, Wahnsinn. Jeder mit einem anderen Charakter in der Stimme, ne, und die einfach nur geil sind, die sind klasse. Okay. Und 3 gleichwertige Gitarrenspieler noch dazu. Einfach super Band. Ja. Super Musik, super Songs. Ein wahnsinniger Blumenstrauß voll toller Melodien und was hier. Ach, das ist einfach astrein. Okay.
Gut. Da sind wir total, also da fahre ich immer noch unheimlich drauf ab. Super. Dann werden wir das auch einbinden und dann sieht man das. Was war dein erster Gedanke heute? Also, nein, nicht der Gedanke. Jetzt schaust du wie, huch. Nein, hattest du, als du heute aufgestanden bist, hattest du ein bisschen Musik im Kopf? Ja. Wenn ja, was? Nee, mein erster Gedanke war heute, was war das? So, wo wir vorhin drüber sprachen, über die Schnipse. Beim Frühstückstisch, vorher habe ich noch nicht gedacht, aber ne, am Frühstückstisch was lief Hotel California. Ja. Ne? Und was war die Zeile? Die Zeile heißt, Her Mind is Tiffany Twisted. Und ich musste es ihm sagen, weil er kannte den Text nicht. Ich hier am Lagerfeuer immer hoch und runter gespielt, Hotel California, ne? Okay. C-Dur, F-Dur, G-Dur und so. Und ich hatte verstanden, Herr Mann ist faithfully twisted, aber ist Tiffany twisted. Das finde ich großartig. Okay. Das war ein schöner Gedanke, um den Tag zu beginnen. Super. Was war es bei dir? Das glaubst du mir jetzt zwar nicht, aber ich hatte einen Get the Cat Song im Rohr, ohne Quatsch. Wir haben gestern Abend gespielt. Halt. Das glaube ich dir. Ja, also das ist welchen denn? Two Steps Forward. Ah, sehr gut. Two Steps Forward. Kommt auf die nächste CD. Okay. Und ist aber gleich hier zu hören. Dann hören wir da mal rein, oder? Na, hören wir ran. Hey, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage mit dieser Hand Dankeschön. Ja, zu danken. Astrid, vielen Dank. Phil, Dankeschön. Ich wünsche euch alles Gute. Noch viele Konzerte, noch viele spannende Konzerte. Hallo zusammen, da waren wir schon wieder mit dem Funky Virus Talk. Das war es für heute. Der nächste Gast, den ich euch vorstelle, der haust vor allem hier innen, neben diesen Vinyl-Rundummel. Also, es geht um Werner Rotzinger und zwar, er führt das Atlantis Records in Basel. Das gibt es schon seit 1983 und es gibt es immer noch. Und er ist natürlich nicht nur ein Plattenverkäufer, mittlerweile auch CD-Verkäufer, sondern er ist auch ein wandelndes Lexikon, was eigentlich die ganze Musikband-Geschichte anbelangt. Rockgeschichte, Blues, Soul, egal. Und es war ein tolles Gespräch mit ihm. Ich freue mich sehr, ihn dann zu vorstellen. Und es würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. In zwei Wochen natürlich, wie immer, hier exklusiv auf Mnet mit dem Bernie Rotzinger vom Atlantis Records. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Haltet Ohren in den Wind. Macht's gut.